Zwei Akkorde bedürfen besonderer Betrachtung. Der Groß S Klein G, also der Subdominant Gegenklang, und der Klein S Groß S, also in dem Fall der B7. Sie werden beide zum Subdominantbereich gezählt, da sie den für die Mollsubdominante essentiellen Ton, in dem Fall das Ass, also die B6, als Akkordton besitzen. Diese erniedrigte sechste Stufe von C bzw. die B3 von F, also die kleine Terz von F, ist ausschlaggebend für den Mollcharakter der Subdominante. Das heißt also nun, ich kann die Subdominante in Dur durch die B7, die B6 oder den halb verminderten Akkord auf der zweiten Stufe ersetzen. Man nennt diese Subdominantakkorde des Mollbereichs in Dur eingesetzt Subdominant Minor Akkorde, also Moll-Subdominant-Akkorde, abgekürzt SDM. Ich möchte an dieser Stelle den Stoff nicht zu theoretisch und komplex gestalten und gehe nicht detailliert auf die diversen SDM-Akkorde ein. In meinem Buch Neue Improvisationslehre und in vielen anderen Harmonielehren kannst du dir dazu detaillierteres Wissen aneignen. Ich möchte nur betonen, so exotisch Modal Interchange dir auch erscheinen mag, wir finden Modal Interchange Akkorde und speziell die SDM Akkorde in sehr vielen bekannten Evergreens. Wichtig für uns ist zu wissen, welchen Tonvorrat wir für die Melodiebildung verwenden können, falls wir uns für einen Akkord aus dem anderen Modus entscheiden. Major Akkorde wie die B3 Major oder die B6 Major oder die B7 Major aus dem dorischen Bereich haben stets einen lydischen Tonvorrat. Aber wie gesagt, du solltest dich zu diesem Thema eingehender durch ein gutes Harmonielehrebuch informieren. Ich möchte hier nur einige Songbeispiele, die Modal Interchange Akkorde verwenden, anführen. Ich werde speziell zwei Songs auf Modal Interchange Akkorde untersuchen, die diese Modal Interchange Akkorde jedoch in unterschiedlichen Funktionen verwenden. Der erste macht sozusagen durch Familienmitglieder aus der näheren Verwandtschaft den Familienalltag abwechslungsreicher. Der zweite blendet über zum Familienalltag der Verwandtschaft. Bildlich gesprochen nimmt die Kamera zuerst den Sohn des Bruders in den Fokus, der dann so viel Interesse erweckt, dass die gesamte Familie des Bruders nun thematisiert wird. Das heißt, musikalisch gesprochen, wir modulieren über einen Modal Interchange Akkord in das neue Zuhause, das heißt in die neue Tonart. Aber zuerst zur Verwandtschaft von I Just Can't Stop Loving You von Michael Jackson.